Kurz. Und zack, da ist er ja. Lass mir Laris in Ruhe. Drecksvieh, hau bloß ab. Eine Säge. Na, wo ist der Lederbeutel? Da war doch einer, genau. Müsste, glaube ich, noch einer sein. Liebe Kamera, hör mal auf rumzuspacken hier. War hier nur ein Lederbeutel? Ich meine, da wären doch zwei. Genau, da ist noch einer. Wie gemein, ganz schön versteckt, ne? Noch eine Fackel, die sind gut. Die brauchen wir nämlich. Sehr schön. Wie stellst du dir das denn vor? Ein Wolf, der zaubern kann. Ein Wolf kann doch gar nicht zaubern. Der braucht seine vier Beine, damit er sich überhaupt fortbewegen kann. Wie soll er denn da zaubern können? Die Wassermagier sind alles fängt grauenhafte Stadt. Die Wassermagier, aber das wirst du. Ich meine, machbar ist ja alles. Lass uns ne? weitergehen. Bleib dich. Das wäre schon machbar, dass aber dann müsste man quasi einen Menschen aus diesem Wolf machen. Also zumindest, dass er sich so wie ein Mensch bewegt. Und dann könnte er zaubern, aber das würde sehr komisch aussehen. Weil einfach, es gibt keine Animation dafür. Goblinbeere, bitte. Jawohl, sehr schön. Noch eine. Nein. Aber hier eine, bitte. Oh. Immerhin waren das jetzt vier Mana-Tränke. Das ist sehr schön. Genau das meine ich. Wenn man sich zu lange da mit Zeugs einsammeln beschäftigt, dann rennt Laris einfach fort. Was ich auch verstehen kann. Das würde mich auch nerven, dauernd auf diesen dämlichen, namenlosen Hero zu warten. Aber jetzt muss er warten. Das geht nicht anders. Denn hier gibt es eine geile Spruchrolle. Die lassen wir uns nicht entgehen. Den Rest können wir später einsammeln. Gut, dann kann es weitergehen. Kannst du noch? Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich komme ja schon, keine Sorge.
Sehr schön. So muss das sein. Endlich wieder ein paar Kräuter gekriegt. Super. So, Laris, Moment. Du darfst noch nicht gehen. Du bleibst bitte hier. Ich speichere mal lieber ab. Der soll bloß nicht abhauen. Denn hier oben sind Snapper. Der soll sie platt machen, bitte. Drecksviecher. Laris, komm. Leg los. Du bist doch ein guter Schütze. Sehr schön. Wunderbar. So, was war das denn? Lass uns weitergehen. Was ist denn jetzt los? Halt dich ein bisschen zurück. Das war gerade lustig. Hat er sich da reingebackt? Laris, nimm den Bogen. Jawohl, genau so. Und nochmal, komm. Boah, der haut die weg, du, mit einem Schuss. Der Typ ist ja auch nicht normal, ne? So, da wären wir. Aber wir wollen uns gar nicht so lange hier aufhalten. Bei dem schönen Wetter. Wir bleiben schön hier draußen. Solange es geht. Ich werde nur mal eben kurz ein paar Snapper zu Laris locken. Dann ist nämlich da vorne der Weg ein bisschen befreiter. Genau, Laris, leg los. Hier bin ich, fressi, fressi, komm. Na super. Und jetzt springt Laris runter und der... Oh Mann. So hat's geklappt. Sehr schön. Sehr schön. Jawohl, jetzt kommen sie alle drei. Das könnte vielleicht ein bisschen gefährlich werden, deswegen speichere ich mal ab. Ich habe keine Lust, dass uns da Laris wegstirbt. Ach, und die gehen direkt zu diesen toten Snappern hier. Zu fressen, Drecksviecher. Ah, der packt dich schon. Sehr schön. Ich denke, das reicht. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da, wenn du in dem Erdloch... Er wird sich schon um die Biester kümmern. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Wir sehen uns. Das machen wir. Zwar bald.
Klasse. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Mist. Ah, verdammt. Ach, Mist. Dann müssen wir den selber erledigen. Der wird zwar nicht so einfach, aber egal. Den werden wir brauchen. So. Alle erledigt. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Steintafel können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, ob wir den packen. Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass wir den nicht packen. Ach, Moment mal, haben wir Eispfeil? Ja, haben wir. Wir sind nämlich sehr, sehr empfindlich gegen Eismagie. Oh ja. Sehr geil. 225 Erfahrung. Spricht für sich. Sehr geil. So, und jetzt kommen die nervigen Gobos. Das wird wirklich nervig. Ja, das brauchen wir. Und wir brauchen eine stumpfe Waffe. Da hat er uns bemerkt. Komm her. Hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. Nix da. Gut. Mann, wir brauchen echt Heilung. So wird das nichts. Da kommt der andere. Aber diesmal... Ah, der... Ich vergesse immer wieder, dass dieser Ast zu kurz ist. Und weg. Okay, komm. Runter damit. Zwei sind noch da. Die kriegen wir auf jeden Fall. Irgendwie kriegen wir das hin. Oh, dieser verdammte Ast ist einfach zu kurz. Hätten wir die Nagelkeule, wäre das alles ein bisschen einfacher.